Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wir haben eine alte Steintafel gefunden und die sollen wir zum Drachengeschmiedeten bringen. Aber bevor wir das tun, wartet mal, ich habe übernachtet. Ich muss mal ganz kurz gucken, was mein Ambrosia-Fleisch macht. Also ich bin mal gespannt, wann das anfängt zu faulen. Hoffentlich erwische ich diesen Augenblick, weil daraus können wir dann saures Ambrosia-Fleisch machen, was der gute Valmiro haben will. Aber eigentlich sind wir ja dabei. Guck mal, was wir hier so alles schon haben. So, wir wollen so, sollen so viele wie Beweisstücke wie möglich für Fornevals Unschuld finden. Jetzt ist die Frage, wo finden wir noch Beweise? Dann denke ich, dass wir einfach mal den ewigen Reisestein bemühen werden, weil wir müssen unter anderem da bist du. Okay. Der gute, ja, der gute, ach Gott, wie heißt denn unser Lieblingshändler? Ach Gott, schon wieder vergessen. Egal. Im Teufelsgluthain ist der Händler. Ja, verflixt aber auch unser wandernder Händler, dem wir das Leben gerettet haben. Meine Güte, wieso fällt mir denn der Name nicht ein? Und der hat so ein paar gefälschte Unschuldsbeweise und die werden wir ihm jetzt abkaufen. Und auch da zeigt sich, dass es sinnig ist, die Reisesteine zu haben, weil der ist einfach immer an unterschiedlichen Orten. Er kann sein in Cassades, er kann sein im Vasallenlager, er kann sein am Großwall, er kann sein hier und in Grenzsoren. Und wenn man da laufen muss, dann kann es schon mal sein, dass man ihn nicht abpasst. So, komm mal her. Reynard, genau. Cheers. I welcome the diversion. Genau, und ich brauche I Unschuldsbeweise. know it is improper to say so, but you'll not deny the thrill of awaiting a judgment. Though it's the rare trial that's not decided before it begins, if truth be told. Tja, nicht bereits vor dem Beginn entschieden sind. Da mag was Proofs are dran easily sein. falsified. Testimony still more so. So, hast du ein paar im There's Angebot? always someone with cause to want one outcome or the other. And the means to ensure it. Which brings me to a very special deal for you, friend. Ein besonderes Angebot, du hast also Writs of welche. affidavit for sale at bargain rates. I've statements averring guilt or innocence. Du bist einfach der beste Quite the Händler. clever forgeries, these. They always sell well when there's an inquest on. And why not? Tis a heady thing to buy a man's guilt or innocence. Ja, in dem Fall machen wir das auch. Ansonsten ist ja unsere Page eine ehrliche Haut, aber in dem If Fall. you've mistaken the trial's result, you'd be a fool not to. I'll disavow we ever spoke if asked, mind. The choice is yours to make. My Also prices dann. ebb and flow with the tides of the trial. Wir wollen ein Still, Zeugnis der tis a small. Unschuld. You'll not regret it. Make good. Wunderbar. Und du hast drei oder vier von den Dingern? Back in need of an affidavit, friend? Genau, ich will noch Far be it mehr. for me to stint supply where there's demand. You'll pay my Komm price, her. though. Tis only Nochmal right. Unschuld. Wird immer You'll teurer. not regret it, friend. Make good use of it. And remember, I've more where that came from. Ach was, noch mehr? Ja dann. Nochmal, Back in komm. Far be Gut, das You'll pay überspringen wir my jetzt. price, though. Und nochmal. Tis You'll not Wie regret viel it, hast du? Drei friend. oder vier? Make good use of it. Back in need Noch of an eins. affidavit, friend? Ja. Far be it for me to stint supply, where you'll pay my price, though. Tis only right. You'll not make good use. Das war wirklich teuer. Gut, dass wir Kohle haben. Aber ich glaube, das war jetzt das You'll not Letzte. regret it, friend. Make good use of it. And remember, I've more where that came from. Hast du noch Now, mehr? let us Nein, talk hast of du nicht. business. Okay. So, hast du vielleicht irgendwas Neues, was wir brauchen können? Lass mal gucken. Festtagskuchen, Ziegel. Da noch irgendwas? Vielleicht noch mal einen? Nee, hast du nicht. Now, pray, call again soon. Ja. Oh, meine Damen zerlegen wieder alles. Gucken wir uns auch mal kurz den Händler hier an. Hallo. What use is chasing after Ja. time yet? Hast du irgendwas Neues für uns? Lass mal schauen. Hast du vielleicht ein saures Ambrosiafleisch? Nein. Hier irgendwas Neues? Lähmungsfeil. Gut, das können wir nicht gebrauchen. Warum können wir es nicht gebrauchen? Weil wir Magieschleuder, ja, die hatte ich schon. Hast du da was Neues? Zeig mal.
Das sieht auch nicht schlecht aus, oder? Gelehrtenrock. Missionarskutte, magisches Waffenrock. Okay, hast du da was, was wir noch gebrauchen können? Ein bisschen einkaufen macht immer Spaß. Steppte Beinkleider. Wow. Rot-Wild-Schenkelstiefel. Fremdländischer Hüftschutz. Nein, nein. Nordischer Hüftschutz? Hm. Okay. Den hat man schon. Die Feder, das Federcape finde ich schrecklich. Okay. So, dann müssen wir jetzt... Lasst mal schauen. Aufträge. 4 Tage haben wir Zeit. Irgendwo muss doch noch eins sein. Und zwar zum Hünenhügel müssen wir. Ja, da können wir nicht hinreisen. Da werden wir vielleicht auch noch einen Zielkristall stationieren. Hier müssen wir noch hin in die Feste. Da gibt es noch einen, der ein beglaubigtes Zeugnis hat. Oder nicht ein beglaubigtes Zeugnis, sondern ein Bittgesuch. Genau. Und da müssen wir wohl nach Grand Soren gehen. Und von da aus laufen. Laufen wir mal wieder ein Stück. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und da werden wir nochmal eine Unschulds- oder ein Bittgesuch besorgen. Und ich glaube, dann haben wir alles zusammen. Es ist Simon. Ein Unschuldsbeweis hat man bereits schon in Fornulls Haus gefunden. Der Kämmerer. So. Okay, dann latschen wir los. Geben erstmal hier ein bisschen Gas. Also nochmal. Das sind die Unschuldsbeweise, die man kaufen kann. Simon hat eins. Eins findet man schon gleich zu Beginn in Fornulls Haus. Dann der Kämmerer, der Fädel, der Boss von der Kirche und die Soldaten in dieser einen Feste, genau. Bevor wir aber da hingehen, insgesamt sind es 4 Tage, wir haben erst einmal übernachtet, also wir sollten noch Zeit haben, das Zeug zu besuchen, weil vielleicht gehen wir dann zuerst mal zu dem Drachengeschmiedeten und zeigen ihnen diese unglaubliche Tafel. Das liegt nämlich so quasi auf dem Weg. Ja, ich laufe ein Stückchen. So. Solange ich halt kann, renne ich eine Runde. Es ist wieder bewölkt, das ist schade. Sonnig gefällt es mir besser. Apropos bewölkt, draußen regnet es junge Hunde. Also irgendwie will der Sommer nicht so recht werden. Tja. Wenn man das eine Weile gespielt hat, dann sind diese ganzen, ja, sind diese ganzen Kommentare von den Vasallen, die kennt man alle schon. Bin ich schwer oder bin ich mittel oder was bin ich denn? Ich bin mittel, weil ich laufe schon wieder so schwer. Man merkt es wirklich am Controller, Leute. Finde ich unglaublich. Ja, unser neuer Vasall gefällt mir gut, Varia. Sieht gut aus, ja. Ich bin ein bisschen farblos, aber egal. So, dann lass uns noch ein bisschen rennen. Weil ich halt auch immer diese Amulette mit mir rumschleifen muss. Aber es macht Sinn, dass ich die auch habe, weil ihr habt es ja gesehen. 2-mal ist Meryl, die Dinger getragen hat, abgestürzt. Und dann waren sie weg. Zugriff auf Server. Kommen da jetzt gleich Banditen? Nee, die kommen, glaube ich, bloß einmal. Die spawnen nicht. Da ist eine Vasallin, noch eine Vasallin. Darüber, wie manche Vasallen ausstaffiert sind, sag ich jetzt mal nix. Manche rennen nämlich halbnackt in der Gegend rum. Ach, guck mal, da sind wieder. Komm, wir schießen die ab. Böse Goblins. Ah, Goblin, Goblin. Langsam wird's mit unserem Bogen hier, zumindest für die Goblins. Oh, daneben, daneben. Noch mehr? Komm her. Ja, schieß euch alle kaputt. Das Schöne ist, man muss nicht zielen. Das finde ich gut. So, und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat's hier auch irgendwo diese blöden Snow Harpies.
Die sind da echt ein bisschen lästig. Die Feldzugsroute. Und dann müssen wir mal gucken, ob man in der Nähe des Hünengrabs vielleicht auch wieder... Da, guck mal, da sind sie. Snow Harpies. Fünf, sechs, sieben. Sind das schon alle? Nein, da kommen doch bestimmt noch mehr, oder? Oh, wo bist du denn? Wo bist du? Komm her. Juppie! Und? Oh, die sind alle bei mir. Komm her. Na komm. Danke, Maria. Komm her, da hole ich dich runter. Mal aufgestiegen. Ja, komm schon. Ja, komm. Und ein paar Küsse für dich. Yippie. So. Und runtergeholt. Yes, sir. Und da sind sie alle hinüber. So, sonst noch was hier? Nein. Saures... Oh, das saures Bestienrippchen. Wie geht's denn meinem Ambrosia-Fleisch? Hm. Wie kriege ich dich denn sauer, beziehungsweise kurz bevor du verfaulst, muss ich dich in eine luftdichte Flasche packen. Hm. Okay, so, dann rennen wir noch ein bisschen. Irgendwann können wir auch noch mal an die Heilquelle zurückkehren. Mit leeren Flaschen. Ja. Sir Dario, mit dem haben wir uns, glaube ich, nicht gut gestellt, weil wir ihm das Schreiben nicht gegeben haben. Ihr erinnert euch, als wir für Fettel dieses geheime Schreiben besorgt haben, hat uns ja ein Soldat gebeten, wir mögen ihm das geben und nicht dem Fettel. Wir haben es aber dem Fettel gegeben und es kann jetzt sein, dass die nicht gut auf uns zu sprechen sind. Aber das sehen wir dann. Jetzt werden wir uns erstmal mit dem Drachengeschmiedeten beschäftigen und dem diese Tafel zeigen. Jetzt mal gucken, hier sind ja immer viele Feinde. Manchmal rennt hier auch eine Chimäre rum. Hm. Da sind wieder Harpies. Snow Harpies. Und da drüben ist wieder ein... Tja. Oh Mann. Also, ich glaube, dass ich jetzt mir doch ein paar... Amulette reinhau. Und zwar werde ich sowohl die Stärke als auch die Magie verbessern. So, komm her. Die Stärke für den Dolch. Ja, komm. So. Komm, tot, 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 tot. Ups, komm, wo bist du? Oh, du bist mir im Weg, Varia. Entschuldige bitte. Hilf mir mal. Komm. Danke fürs Halten. Komm, Snow Harpy. Komm, so, immer wieder auf meine Energie aufpassen. Und jetzt kommt auch noch der Dicke hierher. Komm her, meine Damen sind schon mit dem beschäftigt. Komm her, so. Ich schieße mir erstmal ab. Ja. Und da ist noch ein Flugvieh. Dann werden wir uns gleich mal hier mit dem Dicken beschäftigen. Komm mal her, Freund. Du kriegst ein paar aufs Bein, dann wirst du vielleicht umfallen. Oh, der schmeißt mit Steinen. Schämen soll er sich. Also gut, dann kriegst du es halt ins Gesicht. So. Ja, dann nützen alle Amulette nichts. Da ist auch schon wieder die Wirkung vorbei. Na dann. Yeti hat noch welche. Gib mir mal ein paar. Ich nehme erstmal nur vier. Mehr, so, Amulette des Dämons. 2, 3, 4, so. Komm her. Danke fürs Heilen, Yeti. Ja, das macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. Wo ist er denn? Da liegt er. Ja, ich sehe ihn. Komm, wir brennen ihn an. Brenne! Brenne, Freund! Brennen ist immer gut. So, jetzt nichts wie weg hier.
Dann werden wir ihn noch ein bisschen beschießen. Komm mal her. Snow Harpy. Komm her, ich mach mal auch kurz fertig. Danke fürs Helfen. Oh, jetzt, Leute. So, du fällst. Komm, fall. Fall, Freund, fall. Komm mal her. Komm. Oh, das ist wieder so eine Harpie. Oh, jetzt ist sie schon wieder weg. Ja, ja. Varia, du könntest dich ein bisschen um den Dicken hier kümmern. Daher, so, komm. Ja, das magst du auch nicht, ich weiß. Edi, du könntest ihn ein bisschen blind machen. Ja, komm. Ah, brenne. Nur ein bisschen Ausdauer sparen. Ja, komm. Stürze. Fall, fall, fall. Fall. Jetzt haben wir gar keine Sachen eingesammelt. Egal. Oh, jetzt ist die Ausdauer wieder da. Dann, das Problem ist bei diesem Skill, dass das, was ich an Waffenverbesserung habe. Ja, jetzt hast du deinen Knüppel verloren. Hä? Was ein Ärger aber auch. Ja, komm, komm, komm. Yeti, wenn du ihn blind machen würdest, dann könnte der nicht mehr mit Steinen werfen. Ja, Yeti, gut ausgewichen. So. Dann laufen wir mal hier rum. Er rast vor Zorn. Ich könnte auch auf ihn draufklettern und von hinten schlagen, aber mein Gott. So kriegen wir ihn auch. Komm her. Oh Gott, weil er leidet jetzt, der arme Kerl. Komm her. Gleich haben wir dich. Sind da immer noch irgendwo Harpies? Komm her. Hihi, stürze, stürze. Fall doch endlich um. Ja. Der rast vor Wut. Ja, das würde ich an seiner Stelle auch. So, jetzt kriegst du nochmal mit den. Und gleich haben wir dich, Freundchen. Komm her. Den letzten, die letzten Schläge machen wir mit dem Messer. Dann macht es mehr Spaß. Komm, 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 komm. Yeah. Juhu. So, jetzt schön aus dem Weg, dass das Monster nicht auf uns drauf fällt. Ja. Sehr schön. Und das sammeln wir jetzt auch alles ein. Beast Steak. Beast Steak ist nicht schlecht. So. It will not stop until you are fully consumed. So, wunderbar. Den Kürbis nehmen wir jetzt nicht mit. Und jetzt werden wir mal zum Drachengeschmiedeten laufen. Ist die Chimäre da? Die ist nicht immer da, aber eben manchmal. Und mit der könnten wir uns jetzt auch noch kloppen. So, dann geben wir mal Gas. Ja, so ist es. Das hast du gut gesagt, Babs. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der uns irgendwas zu der Steintafel sagen wird. Was haben wir hier? Grenzes Kraut. Ne, Muntermöhre, davon haben wir genug. So. Die Steintafel, vielleicht sollte ich die jetzt nehmen. Frage ist bloß, ob ich mich da noch bewegen kann. Oder ob ich überladen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich wieder. Komm, Yeti, Königslorbeer. Die Schlangenhautbörse. Das ist das, weshalb, was wir in der Seelenschinderschlucht gefunden haben und dem Arsmith überbringen sollen. Ja, da ist etwas auf dem Hügel gezeichnet. Jetzt bin ich gespannt, was der Drachengeschmiedete uns zu dieser Tafel berichten wird. Wie geht's in meinem Fleisch? Immer noch Ambrosia-Fleisch. Hm. Tja, okay. So, dann gib ein bisschen Gas, Paige. Hallo, ihr zwei. So, dann werden wir uns mal mit dir unterhalten. Was sagt diese Tafel? Is there not you have to show me, Arisen? Doch, da gibt's was. For I have seen it. A cipher, void of meaning unto itself, but of vital importance. Wie kann es wichtig sein, wenn es keine Bedeutung hat? The sign of those bound to the dragon.
and threw it to one another. Bring it here. Sehr gerne. Alte Platte. Ja. That tablet. Then it has presented itself to you as well, arisen of the present day. I held it once myself, though it knew a different form then. Tis the arisen's bond, an oath given form. It has shown itself to each arisen in turn since time immemorial, ever changing its guise. Perhaps it is a test of sorts. Though it appears a humble tablet now, it will take on the form best suited to you when the time is come. Also, spannend. Und was wirst du werden? Ein Ring. Then the Arisen's bond has chosen its form. For you, it is become a ring. Take it. Tis the symbol of an oath that will bind you to what you hold most dear. That it chose a ring for its shape stands proof that other people are what you hold most dear. Make no mistake. The one you vouchsafe this ring to will be bound to you most powerfully. Whether that bond will be your shield or your undoing depends upon you. Therein lies the nature of the test. Okay, jetzt haben wir also die große Pflicht bekommen. Und wahrscheinlich könnt ihr euch auch schon denken, wem ich sie übergeben werde. Komm, dann sammeln wir mal ein bisschen ein. Hier findet man nämlich Zeugs. Irgendwelche Heiltränke waren doch da auch irgendwo. Warte, ich mach mal eine Lampe an. Ich mach meine Lampen. Oh, da ist noch ein... Ah, Kiste! Hallo! Silberben. Nehmen wir mit. Ausgleichselixier. Gesundheitstrank. Ja, wunderbar. Mitnehmen. Noch mehr? Reisesteine? Haben wir ja schon. Aber man kann sie verkaufen. So, haben wir dann alles, Leute? Gut, okay. Also. Hast du eigentlich was zu sagen, Na? There have been other arisen come before you. Ah, okay. To meet my master. Two, perhaps. Or three. Oh, wow. Erzähl mal weiter. Even when the dragon descends upon the land, the arisen may never come to find this place. Okay, also nicht alle finden dich, war der Herzog da? In truth, the arisen is not bound to join the dragon in combat, should they not will it. Okay. While the dragon lives, so lives each stolen heart. Ach, schau mal an. Solange der Drache lebt, lebt auch jedes gestohlene Herz weiter. Das heißt, die Leute leben weiter. The arisen has time unending. To decide how to spend time unending. Deshalb lebt unser Drachengeschmiedeter noch. Ja, dann haben sich aber endlos viele Erweckte nicht gegen den Drachen gestellt. In truth. Okay, das ist natürlich interessant. Da, was haben wir hier? Läuterungstrank. Komm her, nimm's mit. Alles klar, okay. Also, solange der Drache lebt, leben auch die Herzen der Erweckten, die sich ihm nicht gestellt haben. Merkt ihr was? Habt ihr eine Vermutung? Ich hab eine. Naja, bei mir ist es Gewissheit, weil ich das Spiel ja schon kenne, aber wer es nicht kennt, vermutet ihr was? Die Leute leben ewig, wenn der Drache nicht geschlagen wird. Gut, mehr sage ich jetzt nicht, aber denkt mal an den Herzog.
So. Sollen wir mal gucken, vielleicht ist die Chimäre jetzt da. Chimäre, bist du da? Nö. Schade. Wie geht's meinem Ambrosia-Fleisch? Wahrscheinlich muss ich da nochmal übernachten. Tja, keine Chimäre. Okay, dann geben wir ein bisschen Gas und werden jetzt zu der Feste rennen und hoffen mal, ja, und hoffen mal, dass die, der Soldario, also der Boss von der Feste, dass der, obwohl wir ihm den geheimen Brief nicht gegeben hat, uns trotzdem hilft. Ja, genau. Und dann haben wir alle Beweise zusammen für die Unschuld von Forneval. Da, papa. So. Dürfen wir da rein oder haben wir Ärger mit euch? Ich spreche euch mal lieber nicht an. So, Dario, wo bist du? Even the dragon's coming is not enough to unite men's hearts as one. Lass uns hier ein bisschen umgucken, auch da stehst du. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er uns hilft oder ob wir es verschissen haben. The messenger brought word of Forneval's trial. What's the pity? He finished our arms at quite the favorable rate. Ah, siehst du, Forneval ist doch nicht so schlecht. We'll be as cats without claws, should he be kept from doing business. Okay. I do not know the man well. I cannot stand idly by and see him convicted. Testimony given in person will carry more weight than a missive. Yet I cannot leave this place. Ja, dann schick mir doch, gib mir doch einfach den Brief. Pray, take one of my men with you back to the capital. Okay. He will speak in my place. You do Forneval a service, sir, and us with him. I will send word ahead for a man to await you. Pray, speak to him directly. Grand Soren Guards, so far from the capital? Ja, so, okay. Also, dann müssen wir hier jetzt einen Herrn finden, den wir mitnehmen müssen. Der wird aussagen. Deswegen gibt's kein Schreiben, weil der uns... Komm. Weil der direkt aussagen wird. So, augenklar. Ich nehme mal das ganze Zeug mit. Wir werden es spätestens in Finstergarm brauchen. Komm ich da rein? Ah, Kiste. Das Sir Dario hat den Key zu diesem Schlüssel, den wird er uns nicht geben. Denke ich mir mal. Tja, schade, aber egal. Der wird ihn uns deshalb nicht geben, weil wir ihm das Schreiben nicht gegeben haben. Tja, shit happens. Okay. Sollte ich es noch jemals wieder spielen, werde ich dem das Schreiben geben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da bist du, genau. Dann komm mal mit, mein Freund. I'm called Caster. Sir Dario has informed me of my duties. Genau, du sollst für Forneval aussagen. I'm thankful to have you accompanying me to the capital. Shall we be off? Ja. Very well, sir. Wunderbar. Und wir machen es uns da wieder ein bisschen einfach, indem wir nämlich den Reisestein benutzen. We must see the witness safely back. Ein bisschen der Nachteil ist, wenn man ständig den Reisestein bemüht, ist, dass man unterwegs nicht kämpft gegen große Monster und natürlich nicht ganz so schnell levelt, glaube ich. Weil je mehr Monster man erschlägt, desto mehr levelt man. So. Dann werden wir diesen Herrn jetzt zu Aldus bringen, werden dem Aldus auch die ganzen Zeugnisse, die wir haben, übergeben. Das heißt, warte mal, eins fehlt uns, glaube ich, noch. Oh Mann, da muss ich kurz ins Lager. So, ich hoffe, dass du mithältst. Ja, ich kann ja nicht so schnell, weil ich schwer bin. Oder warte mal, habe ich das Zeugnis jetzt dabei? Lass mich mal kurz gucken. Zeugnis des Kämmerers. Genau. Das ist das, was wir bei Forneval selber gefunden haben. Zeugnis des Kämmerers. Fails. Simons. Frisbit-Gesuch. Ich glaube, das sind alle. Okay. Dann habe ich es im Inventar gelassen, weil ich ja wusste, dass die Quest kommt. Zeugnis des Kämmerers. Okay. Also dann. Oh, Kiste. Oh, kann ich darüber hüpfen? So schwer, wie ich bin? Ja, guck mal an. Was ist da drin? Kohle. Oh, Skelettschlüssel. Auch nicht schön. Auch nicht schlecht. Schade, dass wir mit einem Skelettschlüssel nicht an diese Kiste kommen, die da in der Feste steht. So, komm, wir geben Gas.
Das Blöde ist jetzt, dass man vorne will, hallo Simon, dass man vorne will, jedes einzelne von diesen blöden Zeugnissen übergeben muss, jedes einzelne. Und immer ist so eine kleine Unterhaltung. Deswegen würde ich vorschlagen, nein, wir machen das fertig, wir machen das jetzt fertig. Dann sind wir in der nächsten Folge frei zu tun, was immer wir tun wollen. Ups, geht gerade noch. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir China besuchen. Weil natürlich denkt ihr euch, dass China die große Pflicht von mir bekommen wird? Da bist du, Aldous, mein Guter. Komm mal her, Aldous. So. You are to see me for your... Ja, genau. Pray. Make your... brought a... Ja, ich habe viele Zeugnisse. Ich überspringe das jetzt, weil es immer das Gleiche ist. Good. You... Here's... So, das muss man jedes Mal von vorne neu starten. Das ist ein bisschen to... doof. Pray. The... Befehlsbittgesuch, ja. Good. Here's... Ja, bla bla bla. Du siehst irgendwie cool aus, finde ich. Nochmal Unschuld, beziehungsweise Bittgesuch. So. Bla bla bla. Noch mehr? Verschmutztes Zeugnis, ja. Wie nervig. Aber was soll's, komm, sind 2 Minuten. Tja, der lobt uns halt immer, dass wir Weißmittel bekommen haben. Oh, ich glaube, ich hab... Na, mach schon. Wo ist eigentlich mein Begleiter? Ist der auch da? Ja doch. Zeugnis des Kämmerers. Ein ausländischer Amtsträger. So, und jetzt? Ja. I would ask you to see the material. The inquest has... Habe ich den Zeugen jetzt mitgebracht? Ich glaube, oder? Gute Frage. Mal kurz auf die Karte gucken. Kann ich die Umgebungskarte kann ich jetzt nicht aufrufen. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ich werde mal ein bisschen ins Lager gehen. Werde mal gucken, was mein Ambrosia-Fleisch macht, mein saueres. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.